Es passiert ein fundamentaler Shift. Ein fundamentaler Shift in der ganzen Thematik von Business Software, von der Software, die dein Unternehmen steuert, beziehungsweise die du nutzt in deinem Unternehmen. Die ganze Thematik der Digitalisierung, die in vielen Fällen dringend notwendig ist und tausende Fachkräfte brauchen würde, um das wirklich voranzubringen in der Schweiz, in der Industrie, in Deutschland ziemlich sicher auch. Und die Fachkräfte sind nicht da dazu. Und parallel gibt's diesen Shift aus, vielleicht aus der Not heraus, hin zu Low-Code-Umgebungen und No-Code-Umgebungen. Und das unter dem Thema Citizen Development. Das heißt, ganz normale Menschen wie du und ich, vielleicht nicht wie du und ich, vielleicht wie Hannelies, kann an ihrem Arbeitsplatz Automationen bauen, Apps bauen, Prozesse digitalisieren mit Tools, die jetzt verfügbar werden. In diesem Kanal habe ich sehr viel demonstriert, was sehr, sehr simpel und einfach möglich ist mit Make.com. Mit Make.com erstelle ich Automationen für Prozesse in einem Unternehmen. Das kann Daten verarbeiten, das kann KI dazu nehmen, Dinge auswerten, Dinge nachschlagen im Web, Dinge zusammentragen, Dinge visuell aufbereiten, Bilder generieren und alles zusammenfügen in ein PDF, während du schläfst. Es kann deine E-Mails durchsuchen und Rechnungen automatisch ablegen an einem Ort, Liste führen dazu. Es kann neue Kunden erfassen in deinem ERP oder in deinem Rechnungsstellungstool. Das habe ich bei mir im Einsatz. Das sind kleine Automationen, die sehr viele Minuten von, und zwar die mühsamen Minuten, aus deinem Arbeitsalltag eliminieren jeden Tag. Das heißt, das summiert sich dann über die Zeit. Und ich war gestern am Low-Code Day 2024 in Zürich und da haben wir ganz konkrete Beispiele gesehen von namhaften Unternehmen, wie zum Beispiel die Pilatus Flugzeugwerke hier in der Schweiz bekannt oder Mercedes auch, andere große Unternehmen, die anfangen, ihren Mitarbeitenden Plattformen zur Verfügung zu stellen, wo sie mithelfen können, Prozesse zu digitalisieren. Man muss sich vorstellen, viele nicht digitalisierte Prozesse, Pilatus hat zum Beispiel gesagt, vieles lief noch auf Papier, sind auch ein Frust für Mitarbeitende. Und Mitarbeitende sind auch motiviert, da etwas selbst einzubringen für optimale digitale Prozesse. Was heißt das jetzt? Erstens, Effizienz in Firmen wird steigen, wird wahrscheinlich steigen müssen, weil wir ja in einem globalen Markt sind, als Land mit hohen Lohnkosten. Effizienz muss steigen, es gibt gar keine Option, noch mit Papier zu arbeiten und überlebensfähig zu sein in einer Branche, die internationalen Druck erfährt. Vielleicht, wenn du Würste machst in Hinterpfupfingen, ja, dann geht's vielleicht noch mit Papier bis vielleicht, ja, ich weiß nicht, Würste in Hinterpfupfingen, das geht vielleicht noch. Aber in sehr vielen anderen Bereichen wird das nicht mehr gehen. Da kann ein tschechischer Anbieter kommen, Software günstiger entwickeln, da kann ein chinesischer Anbieter kommen, eine Maschine viel günstiger erstellen, weil sie ihre Prozesse digitalisiert haben oder besser digitalisiert haben und viel Automation nutzen. Ich habe mit jemandem von einem mittleren, mittelgroßen Unternehmen mit Standort auch in China gesprochen, der sagt, die Chinesen, die automatisieren Vollgas.
die nutzen zum Beispiel jetzt auch die Microsoft Power Plattform, eine Plattform, die Microsoft zur Verfügung stellt, um ganz einfach firmeninterne Apps, also Applikationen zu erstellen oder Automationen zu erstellen, Daten zu analysieren, solche Dinge mit Low-Code-Tools oder sogar No-Code-Tools. Und die Chinesen optimieren, wahrscheinlich ein bisschen schneller, als wir alten Europäer so uns das gewohnt sind. Man kann dann nicht einfach nur auf die Lohnkosten schauen in China. Es ist mehr als das. Es ist Innovation, es ist ein Drive nach vorne und Effizienzsteigerung, die wirklich vorangetrieben wird. Was heißt das für uns? Wir sollten uns beschäftigen mit diesen neuen Möglichkeiten, bin ich überzeugt. Es begeistert mich auch, wie ich mühsame Arbeit eliminieren kann in meinem Unternehmen mit wenigen Klicks. Schaut dir mal make.com an, Link unter diesem Video. Schaut dir auch meine make.com Einstiegsvideos an. Wenn dir eine Gelegenheit bietet, sich eine Gelegenheit bietet innerhalb deines Unternehmens, wenn du angestellt bist, wenn ihr auf Microsoft seid, da reinzuschauen in die Microsoft Power Plattform, dann nimm diese Gelegenheit und wir können gespannt sein, wohin die Reise jetzt führt. Meiner Meinung nach ist das wirklich unterschätzt im Moment. Alle reden von KI, ein paar reden ein bisschen von Automation, aber das wird Disruption bringen in die Softwarebranche, bin ich überzeugt davon. Und vielleicht ist das ganz gut, und ziemlich sicher ist das ganz gut. Oft ist Disruption hart, schmerzhaft, aber es bringt dann auch ganz, ganz neue, innovative Möglichkeiten in den Markt. Ich von meiner Seite fand diesen Event super inspirierend. Ich führe übrigens auch nächste Woche, Dienstag, 26. November, ein Webinar durch zum Thema KI innerhalb von Automationen einbinden, damit KI für dich 24/7 arbeitet. Nicht nur, wenn du chattest mit ChatGPT, sondern wie es wirklich in Systeme eingebaut werden kann, in Prozesse in deinem Unternehmen eingebaut werden kann, dass es dir wirklich die mühsame Arbeit abnimmt, und zwar täglich. Melde dich unter diesem Video dafür an. Da ist der Link drin. Wenn du das Video nach diesem Webinar schaust, dann hättest du vielleicht früher schauen sollen. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht nochmal durchführe. Dann würde ich den entsprechenden Link auch wieder aktualisieren. Oder vielleicht gibt's die Aufzeichnung dann für einen günstigen Preis zu kaufen. Das kann auch sein. I don't know yet. Wenn dir solche Videos gefallen und andere Videos ganz konkret zu Tools, Anleitungen, Tutorials, make.com Grundlagen, dann abonniere gerne diesen Kanal und schaue die anderen Videos an. Ja, die jetzt eingeblendet werden. Sollte irgendwas eingeblendet werden, das genau für dich ausgewählt wurde vom YouTube-Algorithmus. YouTube weiß, was du brauchst. Okay, bye bye.